neuen Video. Heute seht ihr schon, was unser Thema ist. Und zwar 3D-Druck. Und zwar erklären wir euch heute, wie das geht, was ihr alles damit machen könnt. Und ja, wir fangen jetzt mal an. Als allererstes sollte man sich halt überlegen, was man überhaupt drucken will. Weil wenn man sich erst, wenn man erst den Rechner hochfährt und sich an das Programm macht, sollte man sich halt vorher schon Gedanken machen, was man überhaupt drucken möchte. Was idealer wäre, was zur Farbe passt, die man gerade da hat. Ja. So, ja, wir haben jetzt hier so als kleines Beispiel, ich weiß nicht, ob man das so richtig erkennt, hier so einen klein gedruckten Chip, wo ein Geocaching-Logo drauf ist. Ja, besser kann man vielleicht nochmal gleich auf der GoPro-Aufnahme sehen, die wir jetzt hier einblenden. Und jetzt sehen wir uns gleich nach der Aufnahme. So, jetzt zeigen wir euch mal das Ergebnis, was da rauskommt. Wir haben natürlich, wie ihr es gesehen habt, 5 Stück gemacht. Wir zeigen euch jetzt mal einen davon. So, jetzt kommen ein paar Infos noch, die ihr für einen 3D-Drucker, wenn ihr euch den anschaffen wollt, braucht und wie ihr das alles erstellen könnt. Ja. Also wir haben das mit dem Ender 3 Pro gemacht, glaube ich. Ja. Und der Preis von dem war 207,44 €. Ja, ein paar Tipps und Tricks sind zum Beispiel, falls ihr gleich mehrere zahlen wollt, es gibt da so ein Programm, das heißt, ja, das müsste Ender Cubo heißen und da könnt ihr halt euren 3D-Drucker gleich mit verbinden und halt alles direkt einfügen und dann nur noch auf Start drücken. Beziehungsweise ihr könnt es auch, damit keine Datenunterbrechung kommt, auch vielleicht mit einer SD-Karte machen. Müsstet ihr euch aber noch ein USB zu SD-Karten Adapter kaufen, aber ja. Ein weiterer Tipp, wir haben, es gibt eine Website, die heißt tinkercad.com. Damit kann man noch ganz schnell und ganz einfach auch für Anfänger online, man könnte sich registrieren, muss man aber nicht, 3D-Modelle erstellen. Also unsere Empfehlung für Anfänger beim Druckmaterial ist PLA. Das ist nämlich relativ gut für Einsteiger und ja. Ja, das war's dann schon wieder mit dem kleinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, und wir würden sagen, und nicht vergessen, abschalten.